Ja, ich finde, das sieht hier ganz schön aus. Oh nein, es hängt schon wieder. Oh, ich kotze. Okay, wir speichern eben. Spielstand. Ich bin gleich wieder da. So, das war's. Das war's schon wieder. Das, weiß nicht, Fraps hängt ab und zu mal so ein bisschen rum. Macht mir auch nichts. Sind wir bald da? Ja, jetzt. So. Hier sind die Arkonen ganz doll am Mann. Hier sind die Blues und hier sind aber keine Springer. Die Springer sind schon wieder weg. Ist interessant. So. Die Springer sind wahrscheinlich alle tot. 129 Schiffe weg. Okay. Und dann fliegen wir jetzt als nächstes hier hin. Acht Runden. Na, was soll's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kampf beginnt. Keine weiteren Kampf. Gibt's hier so? Los. Und Arkonen. Soll ich mal mit denen hier besiedeln aus Prinzip? Aber der ist mir eigentlich auch schon zu schlecht. Aber die anderen guten Planeten haben sie alle schon eingenommen, ne? Den nehmen. Können wir einfach mal machen, um zu gucken, um das zu zeigen. So, nächste Runde sind sie an dem Planeten. So. Jetzt kann man den sagen. Du bist eine Landeeinheit, dich setze ich jetzt ab. Zack. Positioniere die Landeeinheit. So, das ist jetzt... Das ist es jetzt hier. Das ist der Planet und hier kann ich jetzt die Landeeinheit absetzen. Irgendwie... Die Ecken sind nicht so cool hier. Okay, dann einfach mal hier mit rein. Zack. So, und jetzt fängt das ganze Spiel eigentlich wieder von vorne an hier auf dem Planeten. Aber es meine ich. Gebäude wird errichtet. Gebäude wird errichtet. Warnung. Kampf beginnt. Keine weiteren Kampfhandlungen geortet. Gebäude wird errichtet. Ach, der baut hier auch noch automatisch? Das wusste ich gar nicht, dass er das macht. Das ist ja mal doll interessant. Gut, soll er alleine bauen, ist mir auch recht. So, nichtsdestotrotz. Du Sonnensystem. So, sind immer noch fünf Schiffe. Und die fünf Schiffe können ja auch weiterfliegen. So, hier wollen 170 Schiffe der Arkonen nach da. Da will ich auch hin. Wie lange brauchen die? Ich brauche 3 Runden. Die brauchen 4 von 7 haben sie schon gemacht. Okay. Bin ich eher da als die. So, was gibt's hier? 170. Ah, da wollen sie hin, okay. Ist interessant. Die bekriegen sich da also so ein bisschen. Ist ja dann interessant. Warte mal. Springers? Feindlich. Ausgezeichnet. Ich wage das einfach mal. Spielstand gespeichert. So eine Gelegenheit hat man nämlich einfach mal selten, dass ich sage, ich bin da auch in einer Runde. So. Mal gucken, was jetzt... Jetzt kämpfen wir nämlich beide, weil wir sind ja eigentlich Verbündete.
Jetzt kämpfen wir beide gegen die Springer. Die Springer sind mit mir verfeindet. So. So, das ist das Kampffeld hier. Das ist der Springerplanet und hier haben wir jetzt vier Eckpunkte, wo wir sagen können, da wollen wir unsere Dings spawnen. So, ich will hier hin und die Arkonen spawnen da, alles klar. So, und das sind die Arkonen-Raumschiffe, sind ein paar mehr. So. Ich bin dran. Gut, ich hätte gern dich. Ich hätte gern dich. Dahin. Planet erobert. Sie übernehmen die Kolonie ihres Gegners. Ich? Ich doch nicht. Die Arkonen haben den letzten Schlag gemacht. Zeig. Ne, ist mein Planet. Ist interessant. Ich hab den in den Planeten geklaut. Gucken wir mal auf den Planeten. Nix. Da. Lande. Und da. Und mehr nicht. Pfff. Sag erstmal eine Raumbasis bauen. Na egal, stört mich nicht. Der Planet kann auch ruhig wieder. So, ein Schiff der Springer, ein Schiff der Springer, nach da. Dann fliege ich da auch hin. So. Ich hab dir aber geholfen. Hallo. Erklärung von den Top-Seedern. Auch nicht so cool. So. Oh, wir haben die Arkonien endlich gefunden. Zack. Okay. Das ist ja interessant. Arkonen, Springer, Aras, Top-Seeder, Blues. Die sind alle... Die sind alle im Orbit. Ich will da auch hin. Komm, wir fliegen da auch hin. Was soll's. Und tap. So, mal gucken, wie das jetzt läuft. Das sind nur die Springer. Jetzt kämpfen wir nur gegen die Springer. Das ist ja eigenartig, aber gut. Wir könnten das jetzt selber machen und uns hier fortbewegen. Das ist ganz schön weit, ey. Dasselbe macht er. Die sind irgendwie 3, 3, 2, 1, 1 und ich hab 6. Hey, ich bin ja voll besser. So, jetzt können wir Autopoliten machen und der macht das jetzt von alleine. Hey, ich mach die ja voll fertig, hallo. Die schießen ja gar nicht. Schieß doch mal. Die haben wahrscheinlich keine Waffensysteme. Ah. Das ist interessant. Zeig mal. Okay. Soll ich da jetzt einfach mal meine Siedlung drauf knallen oder was? Wäre witzig. Wollen wir uns wieder vertragen? Komm. Ich habe gerade ein bisschen Angst um meine nö, okay. Ich habe gerade ein bisschen Angst um meinen Heimatplaneten. Hossa. Die haben sich jetzt die Aras noch breit gemacht. Wir haben jetzt übrigens schon 3 von 12. Keiner, doch die Blues haben 4 von 12, aber gut. Das juckt mich nicht. Gucken, wie die aussehen. Die haben schon ein bisschen, oh ja, guck mal, die haben schon ein bisschen dazu gebaut. Also die bauen, die anderen baut er von alleine auf scheinbar. Das finde ich ziemlich cool, ey. Dann müssen wir das nicht auch machen. Das fällt mir jetzt auch wieder ein. So, hier haben wir sowas Großes. Sag mal, warum? Ach, weil wir hier keine Menschen haben, ich verstehe. Ach, den haben wir auch gewaltsam erobert. Deswegen leben hier gar keine Menschen. Alles klar. Gut, dann transferieren wir hier mal Menschen. Und zwar sieht das, geht das wie folgt. Wir merken uns den Namen. Al-Nidures 6-1. Gehen auf unseren Heimatplaneten. So, jetzt sagen wir möchten mit uns handeln. Und zwar hier möchten wir zwar Bevölkerung zu Al-Nidures senden. Und zwar 200 Stück. Also das, was maximal rüber geht. Zack. So. Jetzt können wir hier die 200 nachproduzieren. Das ist dann in einer Runde.
Und jetzt fängt das wieder an zu laggen. Das gibt's gar nicht. Kommen wir dahin. So, und hier haben wir jetzt 200 dazu. Nano, komm, geh darüber. So, und jetzt können wir ihm sagen, mach mal hier. Und jetzt könnte das langsam losgehen. Jetzt speichern wir nochmal. Spielstand gespeichert.